Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu Thief. Endlich mal wieder. Meine Güte, es hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich endlich mal wieder zocken konnte und jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Ich hatte viele große Probleme mit meinem PC, der mich einfach keine Spiele mehr zocken lassen wollte. Ja, irgendwas stimmte wohl mit der Grafikkarte bzw. irgendwie der Verbindung zum Motherboard nicht. Der hat nichts mehr gespielt, was eine höhere. Was kann ich da noch tun? Ich habe lange keine Let's Plays mehr aufgenommen, ihr hört es wahrscheinlich. Ich habe ziemlich einen Sprechdurchfall gerade. Mein PC hat mich nichts mehr zocken lassen, was eine höhere Grafikanforderung als Minecraft hat. Und am Ende ist er sogar abgestürzt, wenn ich einfach nur Bilddateien öffnen wollte. Ja, dann habe ich ihn am besten einfach mal ganz ausgelassen. Dann hatte ich auch noch Probleme mit dem Internet, was momentan ja auch noch ein Problem ist. Das heißt, Probleme häufen sich. Dann bin ich ja momentan auch noch bei meinem Examen. So mittendrin in den Prüfungen. Das heißt, ich habe auch relativ wenig Zeit zum Aufnehmen, obwohl ich sehr, sehr gerne mal öfter dazu kommen würde. Weil das auch einfach eine super Ablenkung ist. Aber, ja, es hat einfach nicht sollen sein. Jetzt komme ich aber endlich mal wieder dazu und habe absolut keine Ahnung, wo ich eigentlich war und was ich tun musste. Einwurfobjektinventar voll. Ich weiß zumindest, dass ich hier in dieses Gebäude irgendwie rein muss. Und dass sich das wahrscheinlich als nicht so einfach gestaltet. Ich muss auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, merke ich gerade. Wir uns überrennen, hängt an jedem Baum ein Galgenstrick. Jupp. Ja, ich muss auch irgendwie erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich muss mich ja hier durchklamüsern so ein bisschen. Oh, no, nein. Oh ja, genau, sehr geil. Das war richtig gut, mein Freund. Richtig gut. Jetzt durchsuchen die natürlich hier jedes Gebüsch. Ist hier jemand? Nein! Ich finde es lustig, wie er mit seinen Händen rumwackelt, als wenn er total nervös wäre. Ich hatte vermutlich ein Glas zu viel. Ja, vermutlich. Verschwindet, geht an eure Arbeit zurück. Scheiß verbesserte KI. Fuck you. Entschuldigt, wenn ich immer so ein bisschen ordinäre, obszöne Bemerkungen mache, aber ich habe in letzter Zeit einfach immer wieder den Drang, irgendwen zu beleidigen. Oder irgendwelche bösen Wörter zu benutzen. Okay, kann ich daran, kann ich daran? Gib mir das. Ich will das haben. Nein. Pfui. Danke. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe auch irgendwie, ich bin extremst paranoid geworden durch dieses Spiel. Auch irgendwie, es ist mittlerweile wieder mitten in der Nacht. Ich komme irgendwie nie dazu, das Spiel mal tagsüber zu spielen. Aber jetzt ist es auch hauptsächlich, weil wir den ganzen Tag an meinem PC rumgewerkelt haben und es jetzt endlich abends dazu kam, dass er wieder läuft. Und ich jetzt endlich wieder aufnehmen und zocken kann und ich laber viel zu viel und spiele zu wenig, ich merke es schon. Aber ich will auch einfach erklären, warum ich so lange weg war. Ich meine, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich eigentlich 80 Abonnenten zusammen habe. Und hab mich ernsthaft gefragt, wo die herkamen. Zumal ich ja die meiste Zeit eigentlich jetzt gar nichts gemacht habe. Der letzte Stand, den ich im Kopf hatte, waren 74. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wo diese restlichen 6 Abonnenten jetzt in den letzten Wochen herkamen, wenn ich überhaupt nichts hochgeladen habe. Aber ich freue mich natürlich riesig, gar keine Frage. Ich freue mich wahnsinnig. War 4 Wasserfall? Nein. 6 war Wasserfall. Kommt das hin? Jawohl, kommt hin. Sehr schön. Interessiert euch nicht, dass die Fackel aus ist? Freut mich. Um jetzt irgendwie da runterzukommen, müsste ich eventuell... Kann ich den eigentlich noch beklauen? Ich würde den ganz gerne seine Brieftasche wegnehmen. Würde jetzt gehen. Halt! Halt! F5. F5 wird ab jetzt mein bester Freund. So, wenn du jetzt da hinten hin zurückgehst und er da hinten hingeht, dann kann ich den beklauen hier, richtig? Oder kommt er nochmal in diese Richtung? Nein, tut er nicht. Halten. Oh, halten. Danke. Zurück. 1300, meine Güte, was sind die reich? Vielleicht sollte ich überlegen, umzusatteln und zur Wache zu gehen. Die werden echt gut bezahlt. Warum die das Zeug dann immer mit sich rumschleppen, mein Gott. Das ist doch viel zu gefährlich, gerade wenn ich hier unterwegs bin. Hallo, mein Freund.
Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Alles ist gut. Geht's eigentlich hier auch lang? Oh, Hund, 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 Hund. Kann ich auch. Scheiße. Schnelle Bewegung. Scheiß Dreckshunde. Mann, nein. Pfui. Okay, würde der mich wahrscheinlich... F5? Tut mir leid, ich bin... Ich speichere jetzt einfach jeden einzelnen kleinen Fortschritt speichere ich jetzt ab. Ui. Schnauze, du dämlicher Köter. Du kriegst ein Leckerli von mir, wenn du jetzt hier Schnabel hältst. Da vorne ist was zum Mitnehmen. Direkt neben dem scheiß Hundekäfig. Die Kiste sieht mir etwas instabil aus. Was? Welche Kiste? Ich sehe keine Kiste. Ach, die da oben. Oh, ich verstehe, ein neuer Weg. Das ist sehr gewieft. Das freut mich, dass du bessere Augen hast als ich, mein Freund. Oh, dieser dämliche Hund regt mich auf. Ich will das Ding da haben. Ich schleiche mich einfach gleich ganz, ganz langsam da vorne ran. Wenn der wieder geht. Der hat noch so viel zum Mitnehmen. Komm schon. Na, wo? Okay, gib mir wenigstens das da. Gib mir das. Danke. Oh, der hat noch so viel Geld. Noch so viel Geld. Und ich konnte es nicht mitnehmen, weil dieser dämliche... Okay, vergessen wir das. Kiste. Die Kiste, meint er. Richtig. Muss ich da hoch? Kann ich da hoch? Ich kann hier hoch, aber dann stehe ich im Hellen. Das ist blöd. Okay, eins. Das ist der stumpfe Pfeil, hoffe ich. Oder? War das der? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Puff. Oh, das haben die auch gar nicht gehört. Weißt du, die Scheiße hört dieser Köter nicht, wenn hier so eine Kiste runterfällt. Aber wenn ich mit meinen leisen Sohlen da vorbeischleiche, das hört er. Holy shit. Ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Vielleicht so ein bisschen so ein Zahnrad oder sowas? Nee? Okay. Komm ich da hoch? Wow! Hey, Garrett, akrobatische Meisterleistungen hier. Ist ja Wahnsinn. Okay. Heißt also, ich komme hier nicht weiter. Willst du mich eigentlich ver... Ah, doch. Natürlich. Seilpfeil? Seilpfeil ist die Nummer 7, 8. Genau. Wusste ich doch. Und skidusch. Oh, ich liebe diese Dinger. Okay. Zack. Skidusch. Und hinauf, hinauf. Halt. Schippeichern. Wie gesagt, paranoid. Hey. Was, wenn ich noch... Ah, viel mehr kann ich nicht. Hoppa. Ach, kann ich dieses dämliche Licht nicht ausmachen? Das ist doch zum... Okay, halten. Let me in, baby. Komm schon, annehmen. Gib dir doch mal Mühe, Jung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Meine Güte. Holy... Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Richtig. Ich bin unfreiwilliger Besuch. Hat er gerade gespeichert? Zur Not mache ich es nochmal. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Aha! Wusste ich doch, dass hier irgendwas zu mitnehmen ist. Oh. Hört ihr das? Hört ihr diese verdammte Melodie? Dieses Budum im Hintergrund, das ist zum Fucker. Zum verrückt werden ist das. Ich habe immer Angst, dass hier gleich irgendwas um die Ecke springt, Mann. Wenn ich nachts durch meine Wohnung gehe, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ich meine, ich habe es mir nicht vorgenommen. Ich will eigentlich aufnehmen. Und das ohne Ende, damit ich endlich mal wieder was hochladen kann. Aber wenn ich abends durch meine Wohnung gehe, habe ich immer Angst, dass dann diese scheiß Viecher aus Moldau irgendwie um die Ecke springen mit ihren scheiß Leuchteaugen da. Ey. Das ist zum verrückt werden. Ich weiß, ich wiederhole mich. Hier oben scheint keiner rumzulaufen. Das ist schon mal gut. Allerdings
Was ist das? Eine Tür. Hahaha. Okay. Aha. Aha. Sieht auch noch schwer nach Dachboden aus. In Ordnung. Duck dich. Ho. Warum funktioniert sie nicht wie die anderen? Ich muss mehr schlafen. Ganz eindeutig. Ist hier hinten auch einer? Wenn jetzt hier einer vorbeikommt, sieht er mich tausendprozentig. Mal sehen, ob es das war. Oder? Kommt hier einer vorbei? Speichern. Wenn ich hier jetzt speichere, direkt kommt einer vorbei. Da. Ich habe Angst. Du willst hier nicht vorbeikommen, du willst hier nicht. Oh, ich kann da oben lang. Ich kann da oben lang. Oder kann ich da lang? Das wäre cool, wenn ich da oben lang könnte. Okay, der ist weg. Kann ich hier nicht das vermaledeite Licht ausmachen? Oh, dieses Bild. Dieses... Oh Gott. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Wenn das nicht so geil wäre. Brief an der Wache. Will ich lesen. Wie mache ich das nochmal? F1. Gib mir das. Bethany. Spricht man das so aus? Keine Ahnung. Wenn du das liest, ist heute Nacht alles den Bach runtergegangen. Diese Jungs haben Eisenhämmer zwischen den Beinen. Das muss ich ihnen lassen. Ich hinterlasse dir alles, was ich angespart habe. Es ist nicht viel, aber du sollst nicht glauben, dass ich alles in der Taverne verprasst habe. Der General hat unseren Sold halbiert und die Arbeit verdoppelt, seit dieser verdammte Dieb uns in der Fabrik zum Narren gehalten hat. Babes, Baby. Das ist die Hälfte eures Lohns? Mein Gott, wie habt ihr vorher gelebt? Der Hauptmann ruft, ich muss gehen. Benutze das Geld für Papa und dich. Er hat zwar immer gesagt, dass er vom Baron nichts annimmt, aber ich glaube nicht, dass er dich für seinen Stolz hungern lässt. Kale. Das klingt doch nach Geschwisterliebe oder sowas. Oder? Irgendwie sowas in der Art. Okay, wie es aussieht, ist der da vorne mein einziges Hindernis. Kann ich hier hoch? Das wäre cool. Komm schon. Ach, du kannst auf dieses dämliche Fass draufsteigen, Garrett. Ich bitte dich. Ich will da oben her. Geht das, wenn ich hier drauf gehe? Ja. Und jetzt hier hoch, bitte. Juhu! Cool. Aber Moment mal, ich muss in die Richtung. Aber da kann ich nicht lang. Hört damit auf! Die macht mich wahnsinnig. Oh, es ist so hell hier oben. Ah, schick, schick. Nette Einrichtung. Ich könnte den K.O. hauen. Bist du der Einzige, der hier rumscharwenzelt? Speichern. Wenn ich dich hier vorne ende ich als Rattenfutter. Wo bist du hin? Hallo? Ach, da unten ist er. Ku. Komm schon. Ah! Baby! Mann, du machst ganz schön viel Krach. Kannst du nicht mal leise bewusstlos werden? Okay, komm mit. Ich schlepp dich da hinten in die Horror-Ecke. Dass sich auch ja niemand findet. Hier reine Tür. So. Hier. Nickerchen. Schlaf gut. Mit der Nase in der Ecke. Sehr gut. Sehr gut. Speichern. Weil ich will keine Verluste erzielen hier. Okay, kann ich bitte irgendwo das Licht ausmachen? Das macht mich gerade ziemlich nervös. Was ist das? Das ist eine Falle. Kann ich die irgendwie... Oder? Ist das eine Falle? Sieht aus wie eine Falle. Ah, solche Bilder gefallen mir schon eher. Das ist doch schön. Oh. Was? Die musste ich nicht mal deaktivieren? Ist ja cool. Gut zu wissen. Ah, Licht aus. Sehr schön. Danke. Weißt du, da bin ich schon so ein Schisser und mach noch freiwillig das Licht aus. Ich bin doch... Ach, ich bin manchmal doch so ein kleiner Masochist. Aber nur gelegentlich. Gelegenheitsmasochistiker. Oder so.
Oh, hell. Jump, Garrett, jump! 62, irgendwie entferne ich mich immer weiter von dem Ort, wo ich hin muss, kann das sein? Okay, ah, da. Oh mein Gott, hier geht's noch weit runter. Ich höre was, hier läuft irgendwer rum. Rausspringen. Ich glaube, ich habe das noch nie benutzt und ich werde es wahrscheinlich auch nie benutzen, weil ich nicht glaube, dass das so viel Sinn ergibt. Was? Ich nehme schon wieder eine Viertelstunde auf? Holy shit. Aha. Aha. Zeig mir. Oh Gott. Ich meine, ich glaube nicht, dass man... Toter Bär. Ich glaube nicht, dass mir hier irgendwas entgegenspringen wird, aber gerade so ein Zimmer ist mir mehr als suspekt. Soll ich? Oh, mich nicht! Könnte ich hier bitte irgendwo das Licht ausmachen? Wo ist dieses verdammte Licht? Soll ich? Ach komm, ich gehe rein. Ja, was? Wo kam das denn jetzt her? Wahrscheinlich von geradeaus. Das heißt aber, dass hier irgendwas... irgendwas Wertvolles drin sein muss. Oh, ich krieg einen Affen. Mein Herz! Leute, mein Herz! Ich war... ja, super. Bringt mir gar nichts, verdammt. Wenn ich hier jetzt nichts Wertvolles finde, ich nehme euch auseinander. Und zwar einen nach dem anderen. Da, gib mir irgendwas. Irgendwas. Dankeschön. Oh, ich krieg zu viel. Mein armes Herz, ehrlich. Das schlägt gerade bis... Ich glaube, ich sollte mal irgendwann so ein Pulsmesser an mir anbringen, ey. Dieses scheiß Papier, ey. Das macht mich auch noch nervös. Kann ich nicht hier noch irgendwas? Da hinten ist noch was, was blinkt. Ach nee. Oh, ich habe Angst vor meinen eigenen Schritten. Das ist doch nicht normal. Neues Dokument. Vivian. Zeig mir. 30.1.840 NR. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Shiptons Bankett. Mitten in meiner Rede über automatisierte Arbeiter in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten mit Urkraftenergie zu stören. Mayu war so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern, woraufhin sie die Vermutung äußerte, die Eisensklaven könnten vom echten Gedanken ebenso profitieren, wie die Menschen es tun. Eisensklaven? Klingt immer sehr. Dann lachte sie und postulierte die Frage, ob uns das nicht zu Göttern machen würde. Vivians erschütternde Preisgabe religiöser Denkschemata traf mich bis ins Mark. Ich werde dergleichen Unsinn nicht tolerieren, schon gar nicht unerwünschte Fantastereien und zusammenhangloses Geschwätz meiner Frau über Dinge, die sie gar nicht begreifen kann. Es ist immer so geil, weil in dieser Zeit war noch die Meinung vertreten, dass Frauen sich aus geschäftlichen und aus Männerangelegenheiten heraushalten sollten, weil sie haben davon ja prinzipiell keine Ahnung. Weil Frauen ja nicht zu höherem Denken fähig sind. Ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr keine derartigen Gefühle erwartet, aber ihre aktuellen Narrteilen betrachte ich nachgerade als persönlichen Verrat und werde etwas unternehmen müssen. Arme Vivian. Ah, ja gut. Wenigstens hat sich das gelohnt. So halbwegs. Gibt's da hinten noch was? Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen einfach durchatmen, alles wird gut. Wusa, ich bin ein Gänseblümchen. Alles gut. Bitte sagt mir nicht, dass ihr hier irgendwo Leichen im Keller versteckt habt. Ein Badezimmer. Ein Badezimmer ist nie etwas Gutes. In Badezimmern wird ganz oft Mord begangen. Oder Selbstmord. Wahlweise. Mein Mitbewohner schaut so viel Detektiv Conan. Aha. Wusste ich doch, dass ich hier was Wertvolles gesehen habe.
Ich muss mich auch so genau umgucken. Ich will mich nicht umgucken. Hä? Ach, das ist bestimmt die Spülung. Okay, reicht. Raus hier. Raus. Ducken. Tür zu. Oh mein Gott. Okay, wahrscheinlich habe ich mich vorhin vor meinen eigenen Schritten erschrocken. Jetzt müsste ich aber wirklich mal gucken, wo ich hier das Licht ausschalten kann. Hier muss doch... Da ist die verdammte Falle. Aber das ist... Wo kann man die denn... Die kann man bestimmt hier auch irgendwo ausschalten. Speichern. Ich habe übrigens neuerdings die Untertitel an, glaube ich. Wusste ich gar nicht, dass ich das gemacht habe. Da ist die verdammte Lampe. Ah! Ah! Falle. Wie zum Henker löse ich die denn aus? Druckplatten. Aber wie soll ich denn da... Kann ich da oben? Da oben ist der Sch... Mann. Uff. Ich halte... Ich überlebe dieses Spiel nicht, ganz ehrlich. Ich überlebe es nicht. Ist das denn noch zu fassen? Mich kribbelt es am ganzen Körper, jedes Mal, wenn ich mich erschrocken habe. Das Licht kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht ausmachen. Wenn hier jetzt noch irgendwo so eine dämliche Falle ist. Hier sieht jede einzelne Fliese oder jede einzelne Bodendiele sieht hier aus wie eine Druckplatte. Obwohl, nee, die sind ein bisschen sehr erhaben. Okay. Ich hoffe, ich habe es nicht... Okay, hat sich erledigt. Alles gut. Offensichtlich habe ich damit nicht diese Fallen entschärft. Sondern... Was auch immer. Oh. In Ordnung. Gehe ich halt hier längs. Heilige Mutter Gottes, das wird ja immer schlimmer. Okay, kleinen Moment. Ich muss kurz relaxen. Abschalten. Ich würde sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle erstmal. Muss mich irgendwie muss ich mich gerade ablenken. Das ist nicht mehr normal, ey. Entschuldigt mich, ich komme nachher wieder. Wir machen das ein andermal weiter. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu paranoid und zu schreckhaft und ich schreie euch nicht zu viel rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich wieder zurück bin. Ja, lasst doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, wenn ihr Lust habt und Anmerkungen habt. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Ich meine, ich habe jetzt schon 80 Abonnenten und bin sehr stolz drauf. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Aber es können durchaus noch ein paar mehr werden, oder? Also abonnier mich-Button klicken da unten und immer in die Videobeschreibung gucken, weil da sind wichtige Links drin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend. Ciao!